Hallo und guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Freue mich, dass Sie da sind. Die sogenannte Bundesnotbremse ist seit gestern in Kraft und wir fragen gleich, ist das ein Durchbruch oder ein Tiefpunkt in der Pandemiepolitik? Dazu sind heute Abend bei uns die FDP-Politikerin und ehemalige Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der Politikwissenschaftler und Demokratieforscher Wolfgang Merkel, die Physikerin, die mit ihrem Team die Ausbreitung des Coronavirus berechnet, Viola Priesemann, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, und die erste Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen, Annalena Baerbock. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und Frau Baerbock, mit Ihnen möchte ich gerne in einem Einzelgespräch beginnen und möchte Sie fragen, so geräuscharm und kollegial Ihre Kandidatenkür nun nach außen hin wirkte. Irgendwie steht jetzt doch ganz blöd im Raum, Sie seien es nur geworden, weil Sie eine Frau sind. Kriegen Sie das noch mal abgeräumt? Ja, mein Geschlecht werde ich nicht ändern, auch nicht in den nächsten 6 Monaten. Natürlich hat die Frage von Emanzipation auch eine Rolle gespielt, gerade in diesen Zeiten. Aber nicht der alleinige Grund war es nicht gewesen. Und Robert Habeck und ich haben diese Partei 3 Jahre lang zusammengeführt, im Team, im Vertrauen geführt. Und deswegen war das keine ganz einfache Entscheidung. Wir haben sie aber gemeinsam getroffen und treten jetzt auch gemeinsam in diesem Wahlkampf an. Aber noch wissen wir nicht genau, wonach Sie sich entschieden haben. Als Sie Montag gefragt worden sind in der Pressekonferenz, haben Sie in der Tat das gesagt, was Sie jetzt auch als erstes und da auch als einziges gesagt haben, die Frage der Emanzipation habe eine zentrale Rolle bei der Entscheidung zwischen Ihnen beiden gespielt. Sagen Sie uns damit nicht dann doch, dass Sie es nur geworden sind, weil Sie eine Frau sind und weil Frauen in Ihrer Partei traditionell das erste Zugriffsrecht haben? Nein, das sage ich nicht, sonst hätte ich ja gesagt, das wäre der alleinige Grund gewesen. Aber Sie sagen der zentrale Grund. Ich habe es mir zugetraut, Robert Habeck hat sich zugetraut, unsere Partei hat uns beiden das zugetraut. Und im 21. Jahrhundert ist es ja keine Besonderheit, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit, steht schon in unserem Grundgesetz, dass die Frage von Geschlecht in einer Gesellschaft, wo wir eben noch nicht bei kompletter Gleichberechtigung sind, auch bei solchen Entscheidungen mit eine Rolle spielt. Umso mehr hätte es mich gefreut, wenn Sie es gar nicht so betont hätten. Weder Sie noch Robert Habeck, der das dann auch gleich in einem Zeitinterview, das er 2 Stunden nach der Präsentation gibt, sagt, als einziges Kriterium, was er uns verrät, dass Annalena eine Frau ist in einem ansonsten männlichen Wahlkampf, war ein zentrales Kriterium. Die Überbetonung legt doch eher den Finger in die Wunde, als sei es doch noch nicht normal. Wenn Sie das so sehen, also ich sehe das nicht so. Natürlich habe ich mich persönlich geprüft, was braucht es alles für dieses Land, was braucht es alles für diesen Job. Ich glaube, wir sind in ganz besonderen Zeiten, nicht nur mit Blick auf die Pandemie, sondern gerade auch, dass sehr, sehr viel festgefahren ist, obwohl so viel Erneuerungskraft, Innovation, Leidenschaft in unserem Land steckt. Und daher ist aus meiner Sicht wichtig, mit einzubringen, Durchsetzungsfähigkeit und Entschlossenheit. Aber eben auch Empathie und Menschlichkeit, ein Blick für die unterschiedlichen Menschen in diesem Land und vor allen Dingen einen klaren Kompass, wie wir dieses Land erneuern. Und all das bringe ich mit und deswegen trete ich für uns als Bündnis 90 Die Grünen erstmalig in unserer Parteiengeschichte an. Das ist es also, die Durchsetzungskraft, die Sie sich zugestehen, auch im Unterschied zu Robert Habeck? Nein, ich meine, wir können das noch ein paar Mal jetzt hier hin und her spielen. Es ging für uns nicht um, wer ist besser oder wer ist schlechter, sondern nicht? Wir mussten in dieser schwierigen Situation, und nochmal, das ist, also jedenfalls ich finde das nicht einfach, wenn man lange Zeit im Team zusammenarbeitet. Wir haben so viel aufgebaut. Wir sind vor 3 Jahren angetreten und haben gesagt, wir wollen unsere Partei erstmal erneuern, weil wir der Überzeugung waren, dass wir uns öffnen müssen für die Breite der Gesellschaft, mehr zuhörend, mehr auch ins Land hinaus gehen, um dann eben einen Vorschlag zu machen. Das haben wir mit unserem Wahlprogramm gemacht, wie wir dieses Land erneuern können. Und in so einer Situation, wo man ja viel auch im Vertrauen zusammenarbeitet, wo man sich in seinen Stärken und Schwächen kennt, dann zu sagen, einer tritt einen Schritt vor und der andere einen Schritt zurück. Das ist eine besondere Situation gewesen. Aber sagen wir mal so, wir wollen um die Führung dieses Landes kämpfen, jetzt in den nächsten 6 Monaten. Das wird kein einfacher Weg und das schaffen wir nur gemeinsam. Und zwar nicht nur Robert und ich, sondern die ganze Partei und vor allen Dingen mit vielen, vielen Menschen auch in diesem Land. Dennoch, wenn Sie sich um dieses Amt bewerben, was Sie ja tun, das politisch wichtigste Amt in unserer Republik, dann brauchen Sie das Vertrauen möglichst vieler Menschen. Und die wollen es genau wissen. Wen haben Sie da jetzt vor sich? Was können Sie
Und da bot sich jetzt der Vergleich zu Robert Habeck an, weil sie, ja, ihre Partei musste eine Wahl treffen, sie musste sie wählen. Also was spricht für Sie? Ich habe einen klaren Kompass, wie wir gemeinsam, und das Wichtige ist mir wirklich, dass gemeinsam dieses Land erneuern können. Weil ich glaube, es braucht eben nicht nur... Aber nachher im Kanzleramt, wenn Sie da säßen, im Kanzlerinnenamt ist es dann wahrscheinlich langsam geworden, dann müssen Sie alleine entscheiden. Ja, aber alleine heißt ja nicht, jemand haut auf den Tisch und sagt, basta, das ist es jetzt. Ja, gab's, das hatten wir auch in der Vergangenheit. Aber ich trete ganz bewusst für einen neuen Führungsstil an, weil die Herausforderungen so groß sind. Da weiß sowieso niemand allein immer, das ist der wichtige Weg. Sondern man muss, glaube ich, den Menschen zuhören, ihnen was zutrauen. Genauso in der Pandemie, deswegen sitzen hier ja auch Expertinnen und Experten in dieser Runde, in schwierigen Krisensituationen bereit sein, unterschiedliche Perspektiven sich anzuhören, dann abzuwägen und eine Entscheidung zu treffen und in ganz großen Krisenmomenten, ja, dann den Mut zu haben und sagen, das entscheide ich jetzt in meiner Verantwortung. Aber das ist ja auch das Besondere in unserem Land, in unserer parlamentarischen Demokratie. Es gibt eine Richtlinienkompetenz. Mhm. Das bedeutet ja, dass man zwar vorsteht einer Regierung, dass man sich unterschiedliche Politikfelder anschaut. Auch das ist was, was ich stark mitbringe. Nicht nur Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, sondern ich glaube, in diesen Zeiten braucht es vor allen Dingen eine starke Gesellschaftspolitik. Der soziale Kitt ist das, was uns durch diese Krise getragen hat. Pflegekräfte, Erzieherinnen. Und eben auch das große Thema ist die Klimakrise. Genau dafür braucht es eine Vorstellung davon, wie wir die Klimakrise in den nächsten Jahren in den Griff bekommen. Ich komme noch mal zurück auf das Interview, was Robert Habeck dann unmittelbar nach Ihrer Präsentation gegeben hat. Da lobt er nicht etwa Ihre Stärken, sondern zählt darin noch mal auf, was er alles kann, nämlich Koalitionsverhandlungen erfolgreich zu Ende führen und regieren. Er war ja Minister in Schleswig-Holstein und lenkt damit noch mal den Blick auf Ihre Defizite. Hilft Ihnen das? Es ist interessant, dass Sie den Montag, aber auch das danach so anders wahrgenommen haben. Wie haben Sie es denn wahrgenommen? Als Hilfestellung? Ja. Weil wir gemeinsam eine Veranstaltung gemacht haben. Das ist ein Moment, der nicht einfach war, für uns beide nicht einfach war. Und also es ist ja Fakt, ich habe bisher noch nicht regiert. Robert Habeck hat Regierungserfahrung. Und deswegen ist es doch nur sinnvoll, dass wir in Vorbereitung dieser gemeinsamen Regierungsverantwortung eben unterschiedliche Aspekte mit einbringen. Und ja, Robert Habeck wird sich jetzt in den nächsten Monaten nicht nur mit mir gemeinsam in den Wahlkampf gehen, sondern eben auch Koalitionsverhandlungen schon mal vorbereiten. Zum Glück in einer Demokratie haben ja Wählerinnen und Wähler dann das Wort, wer überhaupt miteinander regieren darf, das mit einbringen. Aber es sind auch nicht nur Robert und ich. Wir regieren in 11 Bundesländern mit. Wir stellen Ministerpräsidenten. Und ich glaube, das unterscheidet uns gerade auch von anderen. Das haben wir in den letzten Jahren auch noch mal bei uns gestärkt, weiterentwickelt, dass wir sagen, solche großen Herausforderungen, ein neues Jahrzehnt wirklich zu gestalten, das schaffen wir eben nur mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Die fehlende Regierungserfahrung entpuppt sich jetzt als die offene Flanke. Olaf Scholz bezieht sich drauf, Armin Laschet sagt es, Friedrich Merz. Sie haben gleichsam die Flucht nach vorne angetreten, haben gesagt, ja, ich war noch nie Kanzlerin, war nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung, für den Status quo stehen andere. Sind Sie wirklich der Meinung, dass Regierungserfahrung eher schadet, weil all die, die Sie haben, zwangsläufig im Status quo verharren? Nein, ganz und gar nicht. Warum sagen Sie es dann? Ich habe ja nicht gesagt, man sollte keine Regierungserfahrung haben, sondern ich habe gesagt, ich bringe keine mit. Dafür tun das unsere Länder, in denen wir mitregieren, Robert Habeck an meiner Seite. Aber wenn halt Regierungserfahrung der einzige Garant dafür ist, Dinge wirklich neu und besser zu machen, ja, ehrlich gesagt, dann könnte einfach die GroKo weiter regieren. Dann müssten wir keine neue Wahl haben. Ich erlebe das Land anders. Ich erlebe wahnsinnig viele Menschen, die sagen, meine Güte, es steckt doch so viel bei uns drin. Ja? Wir könnten das in den Schulen anders machen. Wir können erneuerbare Energien erzeugen. Aber die wollen nicht zwingend Kanzlerin werden. Deshalb noch mal gefragt, glauben Sie wirklich nicht, dass Ihnen das fehlt, Regierungserfahrung? Nehmen Sie die anderen Kanzler und auch die Kanzlerin, die amtierende, die hatten natürlich reichlich Regierungserfahrung und haben darunter, glaube ich, nicht gelitten, sondern eher von profitiert. Nee, aber für mich war es kein Ausschlusskriterium, sonst würde ich nicht für uns Grüne antreten. Sondern ich glaube, dass es in dieser Situation wirklich einen klaren Kurs dahin gibt, wo man hingehen will.
Und ich habe natürlich viel darüber nachgedacht. Wir haben auch in der Partei gemeinsam darüber nachgedacht. Wir haben ja auch Menschen, die schon mal Regierungsverantwortung auf Bundesebene getragen haben. Joschka Fischer, Renate Künast, Jürgen Trittin. Natürlich haben wir gemeinsam auch Gespräche geführt. Aber ich glaube, man sieht auch, wenn man weltweit gerade schaut, auch da ist es ja so, dass in anderen Ländern andere Kulturen herrschen. Zum Beispiel in den USA kommt es immer mal wieder vor, dass Präsidenten antreten, die vorher Senatoren waren oder andere Funktionen innehatten. In Neuseeland haben wir das gesehen. Also Neuseeland ist ein kleines Land. 4,9 Millionen. USA sind relativ groß. Das ist größer, aber deswegen, da haben Sie recht. Also wie gesagt, für mich ist es nicht, wenn ich einfach sage, ich kopiere jetzt alle Kanzlerschaften in der Bundesrepublik Deutschland, die es vorher schon gab. Warum soll ich dann antreten? Dann ist man einfach eine Kopie von anderen. Weil Sie damit vielleicht die beste Kandidatin für das Amt wären. Ja, aber ich kann meine eigene Geschichte ja nicht ändern. Ich bin jemand, der sehr lernfähig ist, der schnell lernt. Deswegen ja, das sind Verantwortungsbereiche, die ich nicht mitbringe, dafür anderes. Und in diesem Sinne haben wir gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Markus Söder hat jetzt gestern im Interview mit der Süddeutschen Zeitung über Armin Laschet gesagt, er hat nicht nur freundliche Sätze gesagt, aber denen schon, der werde eh Kanzler werden. Olaf Scholz wird seinerseits nicht müde zu sagen, nein, er werde Bundeskanzler, sagen Sie. Ich werde es. Das liegt, wie gesagt, in den Händen von Wählerinnen und Wählern. Ich habe großen Respekt. Das klingt jetzt nicht so siegessicher, wie die klingen. Ich habe großen Respekt und große Demut. Vielleicht unterscheidet mich auch das von anderen, die antreten. Wir stellen zum ersten Mal in unserer grünen Geschichte seit 40 Jahren überhaupt eine Kanzlerkandidatin. Da sieht man, glaube ich, auch, wie sich Gesellschaft weiterentwickelt hat. Vor 20 Jahren hätte das vielleicht niemand gesagt, selbst vor 3 Jahren. Hätten Sie mich sicherlich nicht eingeladen unter diesem Motto. Man sieht doch, dass Dinge sich sehr, sehr verändert haben. Auch diese Pandemie hat uns als Gesellschaft noch mal ganz neu gefordert. Und für mich hat sie aber auch noch mal gezeigt, wo wir Dinge wirklich anders machen müssen. Wir sind in einer Situation in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, wo eben der Kurs der letzten Jahre, wir nehmen mal alles auf Kante, und im Zweifel profitiert dann am Ende jemand, der Geld aus Krankenhäusern machen kann, dass uns das in eine ziemliche Sackgasse geführt hat. Und wenn wir jetzt nicht den Mut haben zu sagen, ja, vieles ist gut gewesen in unserem Land, aber in anderen Bereichen müssen wir Dinge wirklich besser machen. Ich glaube, dann verlieren wir auch weltweit den Anschluss. Das sehen wir nicht nur in den Krankenhäusern, das sehen wir auch bei der Digitalisierung. Mhm. Wir stehen da nicht sonderlich gut da. Stimmt, aber Sie gehen jetzt weg von der Frage, die ich aufgeworfen hatte, nämlich wie groß Ihre Chancen sind und wie ausgeprägt Ihr Siegeswill. Sie haben gesagt, es sind die Wählerinnen und Wähler. Nehmen wir jetzt im Moment mal die Befragten in den Umfragen. Da führen Sie im Umfragenvergleich mindestens zwischen den verbliebenen Kandidaten, nämlich Olaf Scholz und Armin Laschet. Das ist leichter für Sie jetzt, gegen Laschet anzutreten, als gegen den Umfragenkönig und Grünenflüsterer Markus Söder, oder? Grünenflüsterer? Habe ich jetzt mal so genannt. Ich hatte ihn auch schon mal den Ehrenvorsitzenden des Imkervereins genannt. Wechselt offensichtlich öfter mal die Rollen. Also ich trete als grünen Parteivorsitzende für uns an. Wen andere aufstellen, das entscheiden die anderen Parteien. Aber Sie müssen sich doch selber auch Chancen ausrechnen. Sie gucken sich das doch an. So würde das doch jeder von uns ausmachen. Wir machen es sogar und gucken, okay, wer hat jetzt die meisten Chancen? Und zum Glück haben wir unsere Entscheidung als Grüne separat von der Union getroffen. Sonst säßen wir heute vielleicht nicht hier, hätten wir so lange gewartet. Aber am Montag, als Sie es erfuhren, dann werden Sie irgendwas gedacht haben. Verraten Sie uns das. Haben Sie gedacht, ist das der leichtere Kandidat als Markus Söder? Also ich war am Montag auch so ein bisschen mit uns selbst beschäftigt. Trotzdem haben Sie irgendwas mitbekommen, glaube ich. Ja, also ich habe ehrlich gesagt gedacht, zum Glück haben die jetzt eine Entscheidung getroffen, weil auch das... Ich bin ja nicht nur Politikerin, ich bin auch Bürgerin in diesem Land. Und diese Unsicherheit, die das mit sich gebracht hat, dass die derzeit noch regierungsstärkste Partei da so eine Hängepartie fährt, sich gegenseitig die ganze Zeit anmacht und wir in einer Situation leben, da diskutieren wir ja gleich auch noch mal drüber, dass alle sagen, liebe Politik, ihr müsst jetzt die Verantwortung endlich dafür tragen, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Ehrlich gesagt war ich erleichtert, dass die Union eine Entscheidung getroffen hat. Und es war Ihnen egal, wer es ist? Ja, auch das haben wir anders gemacht in den letzten Jahren. Aber ich frage Sie ja jetzt, was Sie darüber gedacht haben. Dass wir nicht auf die anderen schauen. Wir hatten eine Phase, und das ist natürlich auch immer unterschiedliche Zeiten von Parteien. Wenn man bei 10% oder 8% ist, dann muss man als Oppositionspartei überhaupt auf den Tisch ein bisschen hauen und sagen, wir sind auch noch da.
Wir haben aber gesagt, wenn wir selber definieren wollen, wie soll sich dieses Land verändern, von der Außenpolitik bis zur Sozialpolitik, dann können wir uns nicht an anderen orientieren und gucken, oh, die CDU geht nach rechts, dann hüpfen wir mal hierhin, oder die SPD geht nach links, dann machen wir das. Sondern wir definieren, wie wir verantwortungsvoll dieses Land in die Zukunft führen wollen. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren nicht auf Umfragewerte geschaut. Deswegen schaue ich jetzt nicht so wirklich auf Umfragewerte, sondern besinne mich auf unsere Stärken. Auf den Tisch hauen, klar benennen, was man will. Das klang am Montag nicht ganz so. Da haben Sie viel gesprochen von Angeboten und von Einladungen, die Sie aussprechen. Nur wenn Sie es wirklich ernst meinen mit dem Erreichen der Klimaziele, braucht es dann nicht eher einen radikalen Politikansatz, der zur Not auch mit Verboten daherkommt? Da braucht es vor allen Dingen einen klaren Plan, wie wir auf diesen 1,5-Grad-Pfad kommen. Das ist ja unsere Zielmarke, und zwar als Welt, nicht nur als Bundesrepublik Deutschland, alles dafür zu tun, dass wir die Erderwärmung in den Griff bekommen. Und das muss man dann einmal durchbuchstabieren. Ist ein langer Bereich. Ich mache es deswegen mal stichpunktartig, von der Verkehrspolitik über die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel herstellen, über die Industrie und auch mit Blick auf, wie wir wohnen. Und für all die Bereiche braucht es ganz konkrete Klimamaßnahmen. Für mich ist das ein Dreiklang. Erstens, klare Regeln braucht es eigentlich sowieso in jedem Land. Man kann auch Verbote dazu sagen, aber Regeln haben auch positive Auswirkungen, indem sie Innovation schaffen. Zweiter Punkt ist, dass wir ein Level Playing Field, würde man auf Englisch sagen, gleichen Bedingungen für alle wirtschaftlichen Akteure brauchen. Deswegen ein CO2-Preis, der klimafreundliches Verhalten unterstützt und Verhalten oder Produktionsweisen, die uns als Gesellschaft schaden, das auch in Rechnung stellt. Und der dritte Punkt ist, weil das so ein Riesenkraftakt ist, gerade auch mit Blick auf die Hunderttausenden von Arbeitsplätzen, Innovationsmittel, Fördermittel für die Industriebereiche, die im internationalen Wettbewerb stehen. Und deswegen wir dafür sorgen müssen, dass sie in Deutschland weiterhin produzieren. Aber Carla Remzma zum Beispiel von Fridays for Future glaubt Ihnen nicht, dass Sie es mit dem Weg schaffen. Sie kritisiert, Sie blieben mit Ihrem Programmentwurf meilenweit, sagt sie, hinter Ihrem Versprechen einer 1,5-Grad konformen Politik zurück. Antje Vollmer, grünes Urgestein, erkennt ihre eigene Partei nicht mehr wieder und sagt, es ist eine ganz andere Partei als früher. Professioneller, machtbewusster, angepasster. Angepasster. Wo versteckt sich denn dann die Erneuerung, der Neuanfang, die Radikalität, wenn die beiden zum Beispiel sie schon nicht mehr finden können? Ja, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Sichtweisen auch auf uns, aber die Lage ist klimapolitisch so hochdramatisch, dass es aus meiner Sicht nicht ausreicht zu sagen, hier ist unsere Wunschliste von klimapolitischen Vorstellungen und die sollen jetzt mal andere durchsetzen. Wenn ich wirklich was verändern will, dann verändere ich nicht auf dem Papier, sondern in der Realität. Und das bedeutet in einer Demokratie, dass man Mehrheiten organisieren muss. Und ja, deswegen. Also sagen Sie damit, das kann nicht klappen, 1,5 Grad Ziel zu erreichen, weil ich brauche Mehrheiten. Ich reagiere gerade auf Antje Vollmers Aussage. Natürlich haben wir uns verändert, als Grüne damals erstmalig ins Parlament eingezogen sind, dass wir heute sagen, wir wollen die Breite der Gesellschaft erreichen. Wenn ich wirklich an führender Stelle dieses Land verändern will, dann reichen mir nicht 8% aus, sondern da muss ich deutlich über 20% Und dann muss man erreichen. Angepasster sein? Nee, da muss man nicht angepasster sein, aber da muss man sich den Kopf zerbrechen, wie Klimaschutz für jemand im ländlichen Raum funktioniert. Ich komme selber vom Dorf, wo es keinen Bus und keine Bahnanbindung gibt. Da muss man sich den Kopf zerbrechen, wie wir unsere Industrie, Stahl, Zementwerke innerhalb der nächsten 30 Jahre umbauen können und zeitgleich die Arbeitsplätze erhalten können. Und dann muss ich mir den Kopf zerbrechen, wie ein höherer CO2-Preis, den Carla Remzma jetzt einfordert, dazu führt, dass ich auch Alleinerziehende mit Kindern in Zukunft noch gesund ernähren kann. Und das ist alles eine Verantwortung, die man als Regierungspartei mittragen muss. Und ja, deswegen haben wir uns als Grüne weiterentwickelt, weil ich glaube, auch wer sich nicht entwickelt, der bleibt irgendwann stehen. Aber damit haben Sie sich wegentwickelt von der Radikalität, wegentwickelt da von der Entschlossenheit, dass Sie sagen, egal, komme was wolle, wir müssen das durchsetzen, weil das 1,5-Grad-Ziel für uns nicht verhandelbar ist. Nee, beim Ziel bin ich ja ganz klar. Aber Sie sagt, das kann nicht klappen. Ja, ich sehe das anders.
Das kann nur klappen. Aus meiner Sicht kann es nur klappen, wenn wir das Klima in den Griff bekommen wollen, wenn Industriestaaten, und Deutschland zählt dazu, wenn wir als Europäische Union, wir sind einer der größten Binnenmärkte der Welt, wenn wir nicht Vorreiter werden beim Klimaschutz, und zwar jetzt in den nächsten Jahren, dann werden wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Ich kann ja schlecht sagen, das soll jetzt aber mal Namibia machen, obwohl die gar nicht für die Emissionen in der Vergangenheit verantwortlich waren. Sondern das müssen wir hier machen, und zwar jetzt. Und was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, ich sage, okay, ich als Grüne übernehme keine Verantwortung, das soll mal die GroKo weitermachen. Also ehrlich gesagt, die letzten 5 Jahre haben wir beim Klimaschutz eben nicht genug getan. Ansonsten wären wir ja mit dem Umbau der Industrie schon ein kleines Stückchen weiter. Apropos Verantwortung übernehmen, wir haben mal nachgezählt. Seit Juni 2019 haben Sie sich bei wichtigen Bundestagsentscheidungen, Militäreinsätze der EU, Nachtragshaushalt, Masernimpfungen, Bekämpfung von Schwarzarbeit persönlich jeweils enthalten. Zuletzt am Mittwoch auch wieder, als es um die sogenannte Bundesnotbremse ging, über die wir gleich diskutieren wollen. Wollen Sie gar nicht kenntlich werden? Wollen Sie gar nicht Verantwortung übernehmen, was Sie als Bundestagsabgeordnete ja auch damit tun können, dass Sie sich entschieden einlassen? Doch, klar. Aber damit ich wirklich verändern kann, will ich deswegen Regierungsverantwortung übernehmen. Aber da sagt Lars Klingbeil, wer sich fürs Kanzleramt bewirbt, muss Farbe bekennen, auch wenn es eng wird, und meinte damit genau die Entscheidung, bei der Sie sich dann enthalten haben. Und in seinem Verständnis schien das eben genau keine Haltung zu sein, wenn man sich enthält. Ja. Ich kenne Lars Klingbeil auch sehr gut, der ist ja der SPD-Generalsekretär. Lars Klingbeil weiß auch ganz genau, was unsere Änderungsanträge, vielleicht für diejenigen, die das jetzt nicht so intensiv mitverfolgen, wie die Auseinandersetzung zwischen Parteien sind. Das Infektionsschutzgesetz, was vorgelegt wurde von der Großen Koalition. Wir haben als Grüne seit Herbst letzten Jahres eingefordert, dass es eine bundesgesetzliche Regelung braucht. CDU und SPD haben sich immer dagegen gesperrt. Dann kam es jetzt endlich. Hatten Sie die Chance? Jetzt kam es endlich, und das werden wir gleich diskutieren, viel zu spät. Und es war klar, wir müssen jetzt, wenn wir wirklich die Notbremse ziehen wollen, das wirklich umfassend und intensiv machen. Und das, was dann auch Herr Klingbeils Partei mit vorgelegt hat, war ein Infektionsschutzgesetz, wo man eben mit Blick auf die unterschiedlichen Schwellenwerte nicht auf eine Niedriginzidenzstrategie braucht, was wir eigentlich gebraucht hätten. Plus der wichtige Bereich des Arbeitsrechts, dass dort Verpflichtung herrscht, so wie in Schulen. 2-mal die Woche testen, und zwar verpflichtend zu testen, Schutzpflichten auf FFP2-Masken, was es braucht, um in die Inzidenzen in den Griff zu bekommen. Das haben wir als Opposition, die wir ja derzeit sind, in namentlicher Abstimmung beantragt. Die beiden Regierungsparteien haben sich entschieden, sie wollen das nicht machen. Daher haben wir gesagt, wir können diesem Gesetz dann nicht zustimmen, weil es die richtige Notbremse, die es gebraucht hätte, eben nicht war. Auf der anderen Seite ist es richtig, dass es überhaupt ein Bundesgesetz gibt. Und so ist das in unserem Parlament, wenn man in der Opposition ist, die Regierung leider nicht komplett auf einen hört. Wir haben dann gesagt, dann können wir nicht zustimmen. Dagegen sind wir aber auch nicht, weil wir das Gesetz nicht blockieren wollten. Und da gibt es bei den 3 Optionen, die man hat, eine weiße Karte. Und die bedeutet, man enthält sich. Damit sind wir beim Infektionsschutzgesetz. Danke bis hierhin, Frau Baerbock. Wir sind mitten im Thema und beziehen auch die anderen Gäste mit ein. Ist die Bundesnotbremse Durchbruch oder Tiefpunkt in der Pandemiepolitik? Seit gestern gilt das neue Infektionsschutzgesetz. Die sogenannte Bundesnotbremse bringt automatisch und ausnahmslos einheitliche Regeln. Denn das viele Durcheinander hat ja auch dazu beigetragen, dass man sich nicht mehr so sicher ist, was zu tun ist und ob das wirklich richtig ist. Kein Land, das es geschafft hat, die dritte Welle der Pandemie zu brechen, hat das ohne vorher harte Maßnahmen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen geschafft. Wenn es kein Gesetz geben wird, dann gibt es keine Notstandsregelung. Und wenn es keine Notstandsregelung geben wird, dann werden Menschen krank werden und dann werden Menschen sterben. Die neuen Regeln. Liegt die Inzidenz 3 Tage über 165, müssen die Schulen in den Distanzunterricht wechseln. Kitas machen dicht. Bei mehr als 100 geht Shoppen im Einzelhandel nur mit Termin und negativen Corona-Test. Bei mehr als 150 muss der Einzelhandel wieder schließen. Und besonders umstritten, ab einer Inzidenz von 100 gilt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr. Im Bundesrat große Unzufriedenheit bei den anwesenden Ministerpräsidenten. Ein großer Wurf für den Infektionsschutz ist dieses Gesetz
nicht. Bundeslockdown, Bundesnotbremse. Ehrlich gesagt, das ist alles wenig sinnvoll. Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Das Gesetz lassen sie trotzdem passieren. Viel Kritik gab es davor schon im Bundestag. AfD, Linke und FDP lehnen das Gesetz in dieser Form ab. FDP-Parteichef Christian Lindner hält es für verfassungswidrig und kündigt an, aus der FDP-Fraktion den Weg nach Karlsruhe im Wege von Verfassungsbeschwerden zu gehen. Und auch die Grünen kritisieren, statt für konsequente Schutzmaßnahmen zu sorgen, verankern Sie aber die eben schon kurz angesprochene verfassungsrechtlich bedenkliche Ausgangssperre. Das schadet. Diese Notbremse bleibt zu halbherzig, zu wenig wirksam, zu wenig konsistent, zu wenig verhältnismäßig. Doch während die anderen Oppositionsparteien gegen das neue Gesetz stimmen, enthalten sich die Grünen. Herr Merkel, Sie sind Demokratieforscher und haben es als großen Fehler bezeichnet, dass die Grünen in der bisherigen Pandemiepolitik bis in den Winter hinein quasi als dritte Koalitionspartei agiert und sich geriert haben, indem Sie gesagt haben, jetzt sei das nicht die Stunde der Opposition, sondern der Regierung. Jetzt war aber endlich mal das Parlament gefordert, endlich, wie auch Frau Baerbock beschrieben hat. Und was machen die Grünen in der Woche, in der Sie gerade eine Kanzlerkandidatin nominiert haben? Sie enthalten sich. Haben Sie Angst, sich festzulegen, die Grünen? Das glaube ich nicht. Und da verstehe ich tatsächlich auch die Gründe, warum man sich enthält. Wenn man nicht zufrieden ist mit dem Gesetz und relativ sicher sein, dass ein solches Gesetz im Bundestag und auch dem Bundesrat passiert, dann kann man sich eigentlich gelassen zurücklegen und sagen, wir wollten es eigentlich besser haben, wir wollten mehr haben, wir hätten das effizienter gelöst. Das ist eigentlich so fast eine optimale Wählerstrategie schon. Das hat man gemacht, aber viel problematischer fand ich, aber das könnte ja die Vergangenheit sein, viel problematischer fand ich, dass man vergessen hat, dass man als Opposition irgendwo auch Opposition ist. Und da beziehe ich mich auf den Satz von Robert Habeck, der gesagt hat, das ist nicht die Stunde der Opposition, das ist die Stunde der Verantwortung. Als Demokratieforscher sage ich, die Verantwortung der Opposition ist eben auch Opposition zu sein, konstruktive Vorschläge zu machen, die Regierung zu kontrollieren. All das haben wir zu wenig gesehen. Eine dritte Koalitionspartei haben wir in dieser Phase nicht gebraucht. Aber es scheint so, dass die Grünen gelernt haben, sie distanzieren sich mehr. Ich würde aber auch als jemand, der mit Wahl- und Parteienforschung schon irgendwie betraut ist, sagen, das ist der lange Schatten der Wahlen, der jetzt schon sichtbar wird. Und da muss man sich differenzieren. Da kann man nicht so eng an der Regierung dran sein. Unterstellen Sie ansonsten, dass die Grünen es weiterhin gerne geblieben wären? Dritte Koalition? Ja. Nein, Sie wollen ja sozusagen erste Koalitionspartei sein. Da kann man nicht das dritte Rad am Fahrrad sein, sondern da will man weiter nach vorne. Und ich sehe auch die Differenzierung und darin sehe ich einen Demokratiegewinn, weil man sich wieder effektiver streitet. Ein Punkt vielleicht noch zur Opposition, warum ich das auch so problematisch gefunden habe. Das hat einen Raum der AfD gegeben, sozusagen einer halbdemokratischen Partei, sich auf einmal aufzuspielen, als wären sie die Wächter der Demokratie. Weil es keine Opposition zur Regierung gegeben hat, war ein Tiefpunkt, um ihren Titel mal zu modulieren. Haben wir uns ja bei Herrn Haselhoff geklaut. Das war ein Tiefpunkt des Parlaments im Jahre 2020. Herr Felbermayr, Sie sind Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Wir haben es noch mal im Beitrag ja gesehen. Die Ministerpräsidenten der CDU lassen kein gutes Haar am Gesetz. Die FDP will vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Die Grünen waren nicht zufrieden. Ist das Infektionsschutzgesetz auch in Ihren Augen so schlecht, wie es gemacht wird? Ich glaube, es war notwendig in dieser Phase. Es gibt viele Dinge, die mir da überhaupt nicht gefallen. Es beginnt schon mit der Rhetorik. Eine Notbremse bedeutet ja, dass
alle Räder zu rollen aufhören, dass alles stillsteht, wenn die Bremse gezogen ist. Und das ist es nun mal gar nicht. Es impliziert auch so etwas wie einen Notstand. Wir haben hunderte Kreise in Deutschland, die mehr als 100 Inzidenz haben. Die müssen mit diesem Notstand schon sagen, eine ganze Weile reden. Da frage ich mich, sind das die richtigen Vokabeln? Und was mir vor allem fehlt, ist die Frage, brauchen wir nicht endlich eine Strategie, die nicht nur auf das Zusperren und Absperren abzielt, sondern auch mal sagt, können wir mit einer ordentlich gemachten Teststrategie, da sind wir noch weit davon entfernt in Deutschland, können wir nicht auch Freiräume aufmachen, Dinge zulassen? Nur mehr testen hilft ja nichts, sondern wir brauchen eine klare Struktur. Es muss eine Logik dahinter geben. Die Daten, die da erhoben werden, müssen eingehen in die Modelle von Frau Brisemann. Und jetzt ist die Situation ja so, dass wir vieles bezahlen müssen, vieles wird zugesperrt und muss dann sozusagen, dann muss Geld gegeben werden, dass das wirtschaftlich ausgehalten wird. Wir könnten diese Milliarden auch für ganz etwas anderes einsetzen, nämlich Schutzräume herstellen, wo wieder wirtschaftliche Aktivität stattfindet. In den Schulen haben wir weiterhin keine Lüftungssysteme, wir haben keine Teststraßen im großen Stil, wie das viele andere Länder haben, wo man sich Zertifikate holen kann und dann sagt man, mit dem Testzertifikat gehe ich ins Unternehmen und dann hätten wir diese ganze unselige Streiterei, wer zahlt die Tests nicht. Also mir fehlt irgendwie so der große Wurf. Jetzt hat man ein paar Dinge nachgeschärft und vereinheitlicht, das ist okay, aber es reicht nicht, glaube ich, bei Weitem nicht, um erstens die Zahlen runterzubringen und zweitens Perspektive zu geben. Mhm. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie sagen, nee, ich wollte Sie fragen, wer Kontakte beschränken will, der nutzt dafür natürlich am besten alle gesetzgeberischen Möglichkeiten, die er hat, um nun mal Kontakte zu beschränken, um von mir aus auch mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen dabei zu helfen, dass Menschen sich nicht mehr treffen, dass sie sich nicht zusammensetzen beim Abendessen, zu Freunden gehen, was weiß ich. All das, um die Zahl der Neuinfektionen runterzubringen. Warum erschließt sich das der FDP nicht? Es erschließt sich ja nicht nur der FDP nicht, sondern sehr vielen anderen. 40 Verfassungsbeschwerden liegen Tag heute Abend beim Bundesverfassungsgericht aus unterschiedlichen Gründen. Und die Anhörung, die ja stattgefunden hat vor Verabschiedung, hat ja gerade bei der Ausgangssperre gezeigt, dass da und sogar eine grüne Rechtspolitikerin aus Berlin im Abgeordnetenhaus klagt da jetzt schon mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen, dass es da wirklich viele verfassungsrechtliche Fragen gibt. Bundeseinheitliche Regelung, mehr Transparenz, mehr Verständlichkeit, damit mehr Akzeptanz bei den Bürgern ist ja ein gutes Ziel. Das wird nur mit diesem Gesetz wirklich nicht erreicht. Denn natürlich haben wir auch danach, auch nach Inkrafttreten dieser Regelungen, immer noch einen Fleckerlteppich. Bayern zum Beispiel sagt, ja, wir haben jetzt die Notbremse, aber wir machen es trotzdem schärfer, wo wir meinen, dass es besser sei. Also es gibt nicht diese einheitliche Regelung und bei der Ausgangssperre kommt dazu, draußen ist eben das Infektionsrisiko deutlich geringer, so sagen die Aerosolforscher, was ich hier nur wiedergeben kann. Und die Wirkung von Ausgangssperren ist eben auch nach den Gutachten, die es dazu gibt, und zwar ganz, ganz viele, auch eher, wenn überhaupt, höchstens moderat bis auch gering. Und das sind ja Dinge, die man einfach auch berücksichtigen muss. Und deshalb möchte ich einen Punkt sagen. Es geht um massive Beschränkung von Freiheitsrechten. Mhm. Und da muss man eben, gerade wenn das jetzt über ein Jahr schon andauert mit Ups and Downs, da muss man sehr viel genauer hinschauen, differenzieren. Herr Kirchhoff, Professor Kirchhoff, Verfassungsrichter, viele, viele Jahre, hat das heute auch noch mal so intoniert. Und es bringt doch ein Gesetz nichts, wenn das Bundesverfassungsgericht dann an ganz vielen Stellen jetzt sehr genau hinschauen muss und möglicherweise korrigieren muss. Dann hat man leider keinen Mehrwert erreicht. Frau Brisemann, braucht es nächtliche Ausgangssperren eigentlich oder braucht es die nicht? Wir haben in einigen Ländern in Europa gesehen, dass die mit dem gesamten Paket von relativ massiven Ausgangssperren, Homeoffice und Schulen geschlossen, die Fallzahlen auch zügig runtergebracht haben. Aber dann ist das ein Teil in einem wirklich großen Paket, wo man eine echte Notbremse umgesetzt hat. Die Fallzahlen, die Ausgangssperre allein ist ein Teil, der wird wahrscheinlich ein paar Prozent bringen. Die einen sagen jetzt, es ist wenig, es ist viel. Man muss das ins Verhältnis setzen. Mhm. Ein paar Prozent, wir müssen ja im Prinzip nur 20% der Infektionen
in irgendeiner Form reduzieren. Die meisten Infektionen passieren zu Hause. Die werden wir nicht vermeiden können. Das heißt, wir müssen da ansetzen, wo das Virus von einem Haushalt zum nächsten geht. Das sind auf der einen Seite zum Teil die privaten Kontakte, die sind ja schon massiv eingeschränkt. Die Schulen sind weitgehend zu. Arbeitsplätze werden ausgeklammert. Und was bleibt? Ist das ein Fehler? Ist das nicht ein gravierender Fehler, die Arbeitsplätze auszuklammern? Nun, es gibt Daten dazu, wo Infektionen übertragen werden. Und da zurzeit ja nicht mehr besonders viel offen sind, sind das typischerweise die Schulen und das sind die Arbeitsplätze. Es gibt gerade eine neue Studie, Institut für Statistik der Uni München hat die herausgebracht, wo sie sagen, die Arbeitswelt spielt eine zentrale Rolle. Die Menschen stecken sich am Arbeitsplatz an und tragen das Virus dann nach Hause. Genau, und zu Hause, wenn das dann eine Familie ist, nehmen wir mal eine große Familie, zwei Eltern, beide gehen arbeiten. Die Kinder gehen also alle in die Betreuung, auch in die Notbetreuung, falls die Schulen zu sind. Das sind massiv viele Kontakte. Dann ist es auch kein Wunder, dass Familien oder größere Haushalte wesentlich mehr Infektionsrisiko tragen als, sag ich mal, zwei Eltern im Homeoffice mit einem Kind oder so. Also Sie sagen, nächtliche Ausgangssperren gehören dazu, zu den bisher erfolgreichen Konzepten. Da war das immer mit dabei. Nun sagt Herr Felbermayr, man könne Schutzräume schaffen durch gezieltes Testen. Was halten Sie davon? Denn Lothar Wieler hatte zuletzt gesagt, sich rauszutesten aus einer Pandemie kann nicht klappen. Das wird nicht funktionieren. Das reicht alleine nicht. Es ist wie überall, wir brauchen ganz viele Maßnahmen, die konzertiert zusammenarbeiten. Und das Erste, was uns fehlt, und das versuchen wir ja seit dem Lockdown-Light im November, die Fallzahlen runterzubringen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich ein Ziel ist oder ob das... Wie meinen Sie? Die Fallzahlen runterbringen? Es ist ja immer noch nicht passiert. Es ist auch völlig klar auf der Hand, dass man dafür mehr gebraucht hätte und mehr braucht. Es war nie das so klare Ziel, dass man gesagt hat, wir bringen es runter. Wir können exponentielles Wachstum, das wissen wir in der Pandemie. Es gibt aber auch exponentiellen Rückgang. Und das bedeutet, wenn ich einen R-Wert von 0,9 habe, brauche ich einen Monat zur Halbierung der Fallzahlen. Das habe ich hier übrigens schon mal gesagt. Wenn ich einen R-Wert von 0,7 erreichen würde, dann könnte ich das in der Woche schaffen. Und das ist ein eklatanter Unterschied. Mache ich eben in allen Bereichen mal ein paar wenige Wochen zu oder mache ich über Monate halb zu in einem Teil der Bereiche? Ja, wir haben uns leider für die zweite Option entschieden. Sind Sie eigentlich für Ausgangsbeschränkungen? Also Brandenburg hat es seit Montag schon, da regieren die Grünen mit, da leben sie. Also als Ultima Ratio kann es ein Baustein sein, wie gerade gesagt worden ist. Aber es wird halt unverhältnismäßig. Und wir leben ja in einem Rechtsstaat, wie Frau Lauthäuser-Schnarrenberger auch gesagt hat. Und deswegen war auch das einer unserer Kritikpunkte in dieser bundesweiten Regelung. Weil eben der Arbeitsbereich, wurde gerade auch schon erwähnt, nicht radikal runtergefahren wurde. Und da wir bei jeglichen Eingriffen in unsere Freiheiten mit Blick auf unser Grundgesetz ja immer die Verhältnismäßigkeit abwägen müssen, spielt es eben eine große Rolle, ob in anderen Bereichen auch wirklich einschneidende Maßnahmen ergriffen worden sind. Und da das in der Arbeitswelt nicht der Fall ist, komme ich zu dem gleichen Schluss, den Frau Lauthäuser-Schnarrenberger auch schon angesprochen hat, weswegen wir dann auch nicht zustimmen konnten, dass es eben nicht verhältnismäßig ist, dann aber eine bundesweite Ausgangssperre zu beschließen. Wir haben in Bundesländern, in einzelnen Bundesländern wurde das ja auch schon vorher gemacht, ja, gerade auch in Baden-Württemberg mit Blick auf Stuttgart, weil man dann aber argumentiert hat, für diese Situation ist es jetzt notwendig, da haben Gerichte dem auch stattgegeben, bundesweit das für alle Regionen zu machen, ganz unabhängig davon, ob es ganz ländliche Regionen sind oder Großstädte, halte ich nicht für sinnvoll. Aber wenn ich es richtig verstehe, und Frau Prisemann sagt das eigentlich, alle sagen das, alle Länder, die gefordert waren, mit der britischen Mutante irgendwie klarzukommen, besser noch, sie die Zahlen runterzubringen, brauchten die Ausgangssperren. Jetzt sagen Sie, Sie finden es nicht verhältnismäßig. Aber muss nicht gelten. Man nimmt alles, was jetzt schnell hilft. Aber das ist ja genau der Punkt. Man nimmt ja nicht alles. Und das ist jetzt auch der Unterschied. Nochmal gut, wir sind ja im föderalen Land, das ist dann manchmal auch sehr komplex. Aber der Punkt ist, die Regelung für die Arbeitswelt, die musste die Bundesebene treffen. Und sie hat sie, und zwar diese Regierungsparteien, haben sie leider nicht getroffen. Und das ist dann das Problem, dass wenn wir sagen, wir brauchen alle Bereiche und ein Bereich, den gerade ja auch erklärt wurde, der nicht unerheblich ist, spielt dann nicht richtig, führt halt dazu, dass andere Maßnahmen nicht richtig greifen können, beziehungsweise dann in unserem Rechtsstaat im Zweifel sogar verfassungswidrig sind. Und deswegen war es so wichtig, dass wir eine bundeseinheitliche Regelung schaffen. Deswegen haben wir das auch immer gefordert. Vielleicht auch noch mal auf Sie zurückkommt. Ja, warum haben wir manche Maßnahmen mitgetragen?
Fragen, die wir sinnvoll gefunden haben, haben wir natürlich mitgetragen, weil also Opposition. Fast alles. Opposition ist ja kein Selbstzweck, indem ich sage, ich bin einfach dagegen, sondern mein Verständnis von Opposition ist es, den Finger in die Wunde zu legen. Das haben wir an dieser Stelle versucht, indem wir deutlich gemacht haben über Änderungsanträge. Hier muss es besser werden. Leider hat die Regierung nicht auf uns gehört. Herr Merkel, was heißt? Ich will mal Folgendes sagen. Ich stimme Ihnen voll zu, wenn Sie sagen, wir können nicht einfach, was eine Teildisziplin der Wissenschaften gleichsam in der Mehrheit festgestellt hat. Wir müssen einen harten Lockdown machen und dazu zählt natürlich auch Ausgangssperre. Sie haben ja selber gesagt, ein Teil eines Pakets. Die Kausalität ist gar nicht klar. Wenn wir nur sagen, es ist Teil eines Pakets, dann können wir vermuten mit einer bestimmten Plausibilität, ja, das hatte eine Wirkung. Aber jetzt kommt mein eigentlicher Punkt und da stimme ich Ihnen voll zu. Dass es eben Politik ist, was anderes als eine Teildisziplin in der Wissenschaft. Die ist ungeheuer notwendig, weil sie Wissen in die Politik hineinbringt, wo dieses Wissen nicht vorhanden ist und nicht vorhanden sein kann. Aber die Politik hat mehrere Ziele zu verfolgen und kann eben nicht nur sagen, Artikel 2, Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, sondern braucht eine Balance zu den Freiheitsrechten. Wir sind eine Demokratie und wir wollen nicht einmal einen wissenschaftlichen Philosophenkönig oder eine Königin haben, die dann mit der Weisheit und auch mit der notwendigen Ethik klar macht, was die richtige Entscheidung ist. Deshalb kommen immer Päckchen gewissermaßen raus, wie Sie ja manchmal bei der Klimafrage das oder Fridays for Future so nennt. Es sind eben mehrere Ziele. Und das ist die Kunst einer repräsentativen Politik, zu sehen, was an Konsequenzen aus einer solchen Entscheidung folgt. Nochmal ganz wichtig, das runterzubringen. Aber wir sind keine Ein-Punkt-Demokratie, sondern es gibt bestimmte andere Interessen und es gibt letztendlich auch wirtschaftliche Notwendigkeiten, um den ganzen medizinischen Sektor laufen zu lassen und so weiter. Deshalb ist das nicht so ganz einfach mit der Umsetzung. Frau Priesemann, lassen Sie das gelten und lässt auch das Virus das gelten? Das hört sich ja an, als sei das eine Ansprache an mich gewesen oder zumindest an die Wissenschaften. Mir geht an nur einen Teilaspekt der Wissenschaften. Was meinten Sie damit eigentlich? Eine Teildisziplin. Es gibt andere, es gibt Psychologie, es gibt Rechtswissenschaften. Ach so, alles klar. Und so weiter. Es gibt nicht nur Epidemiologen, wie wir wissen. Nein, wir haben auf jeden Fall das Recht zur Unvernunft. Nehmen wir eine Person, die geht zum Arzt und der Arzt oder die Ärztin sagt, es wäre vielleicht besser, mit dem Rauchen aufzuhören. Die Ärztin oder der Arzt wird dann sagen, was für Risiken auf einen zukommen. Aber was man daraus macht, ist eine Güterabwägung jeder einzelnen Person. Das Problem, was wir mit der Pandemie haben, ist, dass man diese Entscheidung nicht nur für sich alleine treffen kann, sondern dass man ja leider nicht nur Deutschland, sondern weltweite Konsequenzen damit macht. Was mir fehlt, ist ein einheitliches Ziel. Und was mir wichtig ist, was mir wirklich wichtig ist, und das fehlt mir immer wieder im Diskurs, ist, dass zumindest das Wissen, was da ist, auch genutzt wird. Wir haben einen wahnsinnig guten Wissenschaftsjournalismus. Es gibt eine wirklich breite, gute Kommunikation. Aber ich lese immer wieder in renommierten Zeitungen, nicht im Wissenschaftsteil, in den anderen Bereichen, im Feuilleton, ich höre das in den Debatten, Argumente, die sind logisch und sinnvoll, aber die bauen sich auf Fakten, entweder aus dem letzten Frühjahr, aus dem letzten Sommer oder die doch sehr weit außerhalb dessen ist, was ist gemeint, realistisch halten. Und da möchte ich mal drei Dinge zum Beispiel fragen. Wissen Sie zum Beispiel, was für eine Person Ihres Alters die Sterbewahrscheinlichkeit ist, infolge von einer Corona-Infektion zu versterben? Erstens. Zweitens, wissen Sie, was die Dunkelziffer in der Winterwelle war oder was die Dunkelziffer jetzt etwa ist? Wir wissen das relativ genau. Nämlich? Wissen Sie, was in Indien das Virus, wie viel tödlicher ist es und wie viel ansteckender ist das? Ich vermute, es ist kein Examen, wo ich sozusagen Ihre naturwissenschaftlichen Fragen genau, beantworte. Ich bestreite das ja gar nicht. Weil es kein Examen ist, gebe ich Ihnen vielleicht auch gerade ganz kurz die Antworten. Oh ja. Weil das, glaube ich, einfach Sachen sind, die mir ganz wichtig sind, dass sie ein bisschen in die Breite kommen. Das eine ist die Wahrscheinlichkeit in Folge und an diesem Coronavirus zu versterben, wenn man etwa 70 Jahre alt ist, ist 1%. Besenfaktor 3, 4, 5 höher in die Intensivstation vorher zu müssen. Wären Sie 20 Jahre jünger, wäre das 10-mal weniger.
Und das wissen wir sehr genau inzwischen. Für B117 ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, aber das sind jetzt Details, in die wir nicht reingehen müssen. Die Dunkelziffer. 4-6% haben Sie selber mal vor kurzem in einem, oder 4-6 Mal so hoch, so schätzt man das, in der ersten Welle. Und heute in der dritten Welle höre ich aber selten eine solche Schätzung. Und das ist übrigens einer der Probleme, entschuldige, wenn ich das sozusagen noch sage, einer der Probleme. Wir hören zwar die Infektionsraten, aber wir setzen sie nicht in Relation zu der Zahl der Testungen. Genau, nein, ein Punkt, da möchte ich klar widersprechen. 4-6 erste Welle, sage ich mal, gut. Aber wir haben nie wieder so schlecht getestet wie in der ersten Welle. Das ist, glaube ich, jedem klar. Die Dunkelziffer war im Winter etwa einen Faktor 2, vielleicht ein bisschen mehr. Inzwischen ist sie wieder ein ganzes Stückchen runtergegangen. Das ist gar nicht so viel. Das heißt, wir haben mit der Inzidenz eine relativ gute Abschätzung dessen, was wirklich an Infektionsgeschehen in Deutschland vor sich geht. Es wird immer gesagt, sie ist ungenau, sie hat ihre Probleme. Es gibt immer mal Variationen wegen der Teststrategien. Aber ein Faktor 2 ist relativ sinnvoll, erstens. Und zweitens erlaubt er uns ganz gut vorherzusagen, wie sich die Inzidenzen entwickeln werden. Und das ist zum Beispiel in der öffentlichen Diskussion noch nicht gut angekommen, dass wir nicht mehr diesen Faktor 4-6 hatten, den wir im Frühjahr letzten Jahres hatten. Es gibt aber das ist noch keine Antwort auf meine eigentliche Ansage, dass die Politik mehr ist als die Umsetzung eines Ziels. Wie absolut. Zum Beispiel die Infektionszahlen runterzubringen. Total wichtig. Aber es gibt eben eine ganze Menge andere Ziele. Was uns fehlt aus der Wissenschaft, und deswegen mir ist es wichtig, da zu sagen, dass ich dafür viele verschiedene Disziplinen gemeinsam spreche. Ich habe ja einige gemeinsame Stellungnahmen genau deswegen auch entwickelt, weil mir es wichtig ist, dass wir nicht nur aus dieser theoretischen Perspektive sprechen können. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, wir brauchen ein langfristiges, stabiles Situation. Und egal aus welcher Perspektive wir das angeschaut haben, die niedrigen Inzidenzen haben für alle Vorteile in allen Bereichen. Und alles andere ist eben ein Durchwursteln. Was ich nicht verstehe, ist, warum das nicht erreicht wird, warum das nicht kommuniziert werden kann. Denn dahin zu kommen, klar, ist nicht ganz einfach. Aber der Vorteil ist so viel größer. Unter anderem. Ich will Herrn Felbermayr noch mal reinholen. Herr Felbermayr, weil auch angesprochen wurde, hier, was ist in der Arbeitswelt los? Wäre denn die Wirtschaft nicht wirklich klug beraten, wenn sie da anders helfen würde, auch zum eigenen Nutze? Wenn also mehr Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber darauf achteten, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf jeden Fall im Homeoffice sind, dass sie getestet werden, dass sie einfach mithelfen in der Bewältigung der Pandemie? Ich glaube, ja. Wir haben ganz sicher unausgelastete Potenziale. Es sind noch immer zu viele Leute scheinbar vor Ort. Und da ist sicherlich die Frage nach den Anreizen. Ich bin nicht dafür, dass man da Verbote ausspricht, aber man muss wahrscheinlich den Unternehmen Anreize geben, dass sie sagen, wir lassen unsere Arbeitnehmer zu Hause. Aber warum braucht es Anreiz, wenn man sagt, bitte, das ist eine Pandemie, alle müssen ihr es beibringen. Menschen werden in ihrem Privatleben erheblich eingeschränkt. Warum müssen denn dann Unternehmen erst einen Anreiz bekommen? Aus irgendwelchen Gründen findet der Gang in das Büro ja statt. Nicht? Also es muss irgendwelche Vorteile geben, sonst würde das ja so nicht passieren. Vielleicht der Kontrollwahn der Arbeitgeber? Ja, vielleicht ist es der Kontrollwahn. Dann muss man Wege entwickeln, wie man dem entgegenwirken kann. Die Frage ist doch, wie können wir sozusagen eine Situation herstellen, wo wir ohne Zwang anzuwenden die Einsicht haben, mehr Homeoffice stattfinden zu lassen. Ähnliche Situation haben wir doch beim Testen auch. Nicht? Also ich würde mir wünschen, dass jeder, der ins Büro geht, weil es vielleicht gar nicht anders geht, oder ins Werk, dass der oder die tatsächlich auch getestet wird. Jetzt haben wir eine Situation, wo ein Testangebot gemacht wird, aber ob da tatsächlich getestet wird, ist nicht klar. Wären Sie dann da ein Freund von einer Testpflicht, wenn Sie selber Zweifel haben, ob das Angebot genutzt wird? Bislang haben wir ja nur Angebot. Ich würde sagen, es wäre schön, wenn wir in Deutschland eine Struktur haben, wo sich die Menschen kostenlos testen lassen können, regelmäßig, alle paar Tage, und mit dem Testzertifikat dann in das Werk gehen, in die Schule gehen, von mir aus auch die Bahn benutzen oder den öffentlichen Nahverkehr. Sie schütteln den Kopf? Ich schüttel den Kopf deswegen, weil es sich anhört, als sollte das woanders passieren, in irgendeinem Testzentrum. Wir wissen aus der Soziologie, das ist Amina Sehi, mit dem ich da viel drüber gesprochen habe, dass wir das in den Alltag einbinden müssen. Das heißt, die Menschen müssen an diesem Test vorbeilaufen. Wo laufen sie vorbei? Am Werkstor,
im Arbeitsplatz, ja, am Eingang. Und ich sage mal, die maximal 5 € pro Test, die ein Arbeitgeber hinlegt, in der Großpackung wahrscheinlich wesentlich weniger. Ich würde mir extrem wünschen, wenn diese finanziellen Möglichkeiten da wären. Der zweite Schritt, den man gehen könnte, wäre zu sagen, wir geben mehr Eigenverantwortung an die einzelnen Menschen und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin gibt zum Beispiel 10 Tests an die Arbeitnehmenden, sodass die dann auch nach eigenem Wissen und besten Wissen die einsetzen können, für sich selber, möglicherweise auch für die Familie. Das wäre eine ganz angenehme Sache, denke ich, gerade für Menschen, die nicht finanziell die Möglichkeit haben, sich da immer mal wieder aus ihrer Privatschatulle. Ich bin ja ganz dafür, dass die Tests, von Staatswegen bereitgestellt werden. Nicht die Unternehmen, nicht die Handwerker, auch nicht die Familien. Aber mir wäre wichtig, dass die Testergebnisse auch eingesammelt werden. Nicht? Also Sie tun ja so, als wüssten wir alles und wären die Daten alle da. Ich denke, dass die Informationslage nicht perfekt ist. Und wenn wir jetzt breit testen, wäre es schön, wenn diese Testergebnisse auch gesammelt würden, ausgewertet würden, zentral. Und das bedeutet aber, dass nicht jeder einfach bei sich zu Hause sich mal lustig testet und dann etwas feststellt oder vielleicht nochmal testet, bis das entsprechende Ergebnis da ist oder vielleicht auch den Test nicht fachgerecht durchführt, sondern wenn wir da eine Infrastruktur hätten und dann die Information, die da gewonnen wird, genutzt werden kann, um besser und zielgerichteter die Maßnahmen zu gestalten. Frau Leuthäuser, Sie sind Liberale. Wie gerne hören Sie, wenn alles verpflichtend gemacht werden soll, wenn es dazu entsprechende Teststraßen und alles geben muss, bis Menschen das machen? Also die Menschen wollen sich testen lassen, selbst testen, so viel wie möglich, weil das einfach ein Stück weit mehr Freiheit bedeutet, Bewegungsmöglichkeit bedeutet. Und wir sehen es jetzt in Teilbereichen, wo in Schulen getestet wird, dass von über 200.000 Testungen 160 ungefähr Infizierte waren. Da hat man reagieren können, da weiß man, dann kann man es eindämmen. Aber es wurde dann nicht weiter verfolgt, was mit den Getesteten, positiv Getesteten passiert ist. Also ich denke, appellieren an Eigenverantwortung ja, aber wenn wir nicht ein großes, umfassendes, leicht zugängliches Angebot haben, dann wird es eben nicht wahrgenommen. Ich kann nur sagen, da wo ich Teststraßen jetzt sehe, stehen lange Schlangen. Die Leute wollen, ich wollte heute Morgen auch noch mich testen lassen in einer Teststrecke. Sonntags ist das schwieriger. Habe ich es jetzt selbst zu Hause gemacht, damit ich im Studio hier keinen auch noch infizieren kann. Aber da denke ich, ist sehr viel, wenn das erstmal sich eingeübt hat und das klar ist, das läuft und man bekommt den Test. Also ich glaube, dann ist das eine gute Sache. Aber noch wichtiger wäre natürlich das Impfen. Und deshalb möchte ich einen Punkt gerne nennen, auch zu diesem Notbremsegesetz, der in meinen Augen wirklich komplett falsch geregelt ist. Und das ist der Umgang mit den Geimpften. Das wird ins Ermessen der Regierung gestellt, mit Zustimmung Bundestag und Bundesrat. Aber ins Ermessen der Regierung, dass sie durch Rechtsverordnung bei Geimpften 15 Tage nach der zweiten Impfung, wo dann nach wissenschaftlicher Einschätzung RKI kaum ein Infektionsrisiko besteht, da kann dann die Bundesregierung nach ihrem Ermessen wieder Freiheitsrechte gewähren. Und das ist der komplett falsche Ansatz. Das ist auch in meinen Augen, sonst bin ich da eher zurückhaltend, das halte ich für strikt verfassungswidrig. So kann man mit denen, die geimpft sind, nicht mehr ein Infektionsrisiko darstellen, nicht umgehen, denn genau das wollen wir doch ausschließen. Und wenn ich keins mehr bin, ja, dann kann man mir die Rechte nicht mehr nehmen. Ich habe die dann. Und das ist in meinen Augen vollkommener Fehlansatz, der da in dieser Notbremse, in Notbremsengesetz gegangen worden ist. Und auch ein vollkommenes Missverständnis vom Stellenwert des Umgangs mit Freiheitsrechten, wo wir eben immer mit Abwägung gesprochen haben, zu Recht auch mit dem Gesundheitsschutz. Aber da ist eben dann keine Risikogefährdungslage mehr da. Und deshalb muss ich da auch eine klare Regelung haben, dass dann sofort wieder die Freiheitsrechte gelten müssen. Frau Lamprecht hat es gefordert. Ich habe mich gefragt, wo war sie bei den Beratungen dabei im Kabinett? Da wird es ja wohl darum gegangen sein. Ist es eigentlich richtig, also auch rechtssystematisch, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, dass dieses ganze Gesetz, alle Bestimmungen fußen auf dem Inzidenzwert von 100, der aber vom RKI erhoben wird mit Meldeverzögerungen und allem, was da eine Rolle spielen kann? Kommt das hin oder müsste auch da ein gewichteterer Wert sein, der zum Beispiel auch dann, das hatten Sie angesprochen, die Zahl der Geimpften mit einbezieht? Denn das verändert ja auch.
Ja, also das ist einer der Punkte, der auch von Verfassungsrechtlern kritisiert wird. Und da ist die Neuregelung ein Rückschritt. Denn in dem bisherigen Infektionsschutzgesetz, was ja weiter gilt für unter 100, ist ja mindestens neben Inzidenz noch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems enthalten. Genau. Dann muss jetzt in meinen Augen wirklich auch die Zahl von Geimpften dazu kommen. Und auch das Alter spielt eine Rolle. Wir können ja einen niedrigeren Inzidenzwert haben, aber dennoch sind die Intensivstationen voll, weil die jungen Menschen einen anderen Krankheitsverlauf haben, auch länger vielleicht behandelt werden müssen. Also von daher gehören mehr dieser Kriterien, die man ja inzwischen kennt und die in dem ersten Teil des Gesetzes, was ja auch noch Gültigkeit hat, drinsteht, beim zweiten jetzt, hat man das einfach weggelassen und ausschließlich nur den Inzidenzwert genommen. Es führt auch zu Widersprüchen, ist also rechtlich auch schwierig und handwerklich ganz schlecht. Wie kann das passieren, Frau Baerbock? Sie sind ja jetzt fast auf dem Sprung dahin, dass im Kanzleramt so schlecht gearbeitet wird, handwerklich. Ja, das war jetzt ja nun nicht das Kanzleramt alleine, sondern Nein. die anderen Ministerien mit dazu. Also gerade mit Blick auf das Arbeitsrecht kam meines Wissens nach stark eben auch aus dem Arbeitsministerium und aus dem Finanzministerium, dass das gemacht wurde. Und aus dem Innenministerium kamen Verfassungsratschläge noch. Aus dem Innenministerium sind die Verfassungsfragen und gerade was jetzt angesprochen wurde mit dem Arbeitsplatz. Ich meine, bei Millionen von Familien macht man das, ja. Eltern sind verpflichtet, zweimal in der Woche ihre Kinder zu testen, das dann zu unterschreiben und ansonsten dürfen die Kinder nicht in die Schule kommen. Also das ist auch was, wo man hier einfach unterschiedliche Teile der Gesellschaft unterschiedlich behandelt. Aus meiner Sicht wieder erneut Familien viel, viel härter trifft als eben die Arbeitswelt, wo zum Beispiel viele Beschäftigte, Großunternehmen sagen jetzt, ihr dürft gar keine FFP2-Masken bei uns tragen. Ja, auch sowas hätte man ja Verpflichtung zur FFP2-Maske als Arbeitsschutzmaßnahme entsprechend mit umsetzen müssen. Mit Blick auf die Inzidenzen, ja, da bin ich auch bei Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, halte ich falsch, wenn wir eine Niedriginzidenzstrategie fahren wollen, dann hätte man zu den Werten, die man vorher hatte, auch mit Blick auf 50 zurückkehren müssen. Man hätte als Berücksichtigung auch gerade die Situation in den Krankenhäusern, die Überlastung mit reinbeziehen müssen. Das heißt, wir müssen da politisch wirklich auch noch mal nachlegen und das ganze Gesetz nachbessern. Morgen ist Impfgipfel. Sind Sie dafür, dass Geimpfte sofort ihre Rechte zurückbekommen? Also das ist ja gerade in der Mache. Ich hätte das auch im Infektionsschutzgesetz richtig gefunden, dass man es da schon mit reinschreibt. Es geht hier um Grund- und Bürgerrechte. Das heißt, man muss sie aus meiner Sicht gleichstellen, so wie Personen, die getestet sind. Da sagt man ja auch, ihr dürft dann diese und jene Tätigkeit wieder machen. Was aus meiner Sicht aber wichtig ist, dass wir die Frage von Abstand und vor allen Dingen Maskenpflicht im öffentlichen Raum, dass das für alle beibehalten wird, weil man sieht ja nur auf der Straße schlecht jemanden an, ob er geimpft oder getestet ist. Und vor allen Dingen dürfen wir auch die psychologische Gruppendynamik nicht vergessen, die das nach sich zieht. Wir haben ja gemerkt, wenn alle eine Maske tragen, dann tragen andere auch Maske mit. Und deswegen ist das aus meiner Sicht weiterhin absolut essentiell. Kinder warten zum Beispiel noch ewig drauf, dass sie überhaupt geimpft werden können. Herr Merkel, Sie wollten dazu was sagen. Wir haben nur noch eine Minute. Dann ganz kurz. Die verfassungsrechtliche Lage erscheint vollkommen klar, dass Freiheitsrechte dann zurückgegeben werden müssen, wenn der Grund des teilweisen Entzug oder zeitweisen Entzug weggefallen ist. Ja. Es gibt aber auch ein politisches Problem dabei. Wenn nicht allen Menschen das bisher angeboten worden ist, haben wir eine Spaltung. Haben wir auch im gewissen Sinne eine Ungleichbehandlung. Ja. Und das macht das Dilettieren der Politik, das Hinauszögern der Rückkehr dieser Freiheitsrechte, und das werden wir sehen, ist ein pragmatisches Argument, aber das steht quer zu dem klaren verfassungsrechtlichen Auftrag. Geben Sie mir noch 20 Sekunden dazu. Und zwar, die Impfung schützt nicht zu 100% dagegen, dass man das Virus weitergibt. Escape-Varianten werden sich besonders gut ausbreiten können bei denjenigen, die auch schon geimpft sind, wenn die nicht getestet werden. Insofern sollten wir uns überlegen, ob wir das Ausbreiten einer Escape-Variante riskieren wollen, indem wir die Tests bei Geimpften derart zurückfahren. Der Schutz ist nicht 100%. Und dann ist die Frage an die Juristen und Politikerinnen, wie viel Übertragung lassen wir denn noch zu? Ab wo ist es okay? Ab wo ist das nicht? Gibt es ja leider nicht. Sondern wir müssen überlegen, ab wo ist es okay? Sind 10%, 15%, 20% Risiko, das Virus noch weiterzugeben, akzeptabel? Und erleichtern wir dadurch bestimmte Sachen oder eben nicht? Frau Prisemann, Frau Baerbock, Herr Merkel, Herr Felbermayr, Frau Leuthäuser-Starnberger, danke.
Und wir machen weiter mit den Tagesthemen und mit Karen Mioska. Karen, was macht ihr? Wir schauen gleich auf CDU und CSU und stellen fest, noch nicht einmal eine Woche hat es gedauert, bis Markus Söder seine Neigung zum Lehrmeister der Union wiederentdeckt hat. Seine Lektionen jetzt gleich in den Tagesthemen. Das also in den Tagesthemen. Schauen wir uns an. Tschüss und auf Wiedersehen.